sichern. Gut. Ich schicke ein paar Leute rüber zu dem Laden. Wenn du die Dixie-Schweine aus der Kirche verjagst, dann muss Richie reagieren. Regen und dann die verfluchten Moskitos. Kupferstockerwäsche, dann kriegt er eine Abreibung. Ich frage mich, wann Sie den Kerl von der Stimme des Sollers schnappen. Er sollte lieber aufpassen. Onkel Billy hat mir erzählt, dass er beim Saubermachen geholfen hat. Das ist schon eine Ewigkeit her. In früheren Jahren haben die Jungs und ich in der ganzen Stadt gespielt. So 3 bis 4 Mal die Woche. Haben nie viel Kohle gemacht, aber verdammt nochmal, die Muschis waren köstlich. Tut mir sehr leid! Da konntest du dich ja wohl kaum. Ich bin fast umgefallen, als ich die Bierpreise gesehen habe. Also jetzt bin ich aber wieder da. Ich kümmere mich. Klar. Der Typ redet und macht jeden Weißen in der verdammten Stadt stinksauer. Entschuldigung. Tut mir sehr leid. Wir haben gute Musik, Mr. Clay. Mann, der Grinzer. Nichts Vergleichbares in der ganzen verdammten Stadt. Die Stimme des Hollow. Tut mir leid. Die Unterwäsche einer jungen Frau. Oh, tut mir so leid.
schönes Wochenende. Gerade begeistert davon. Er und Trigger waren sternhagel voll. Jetzt muss er Georgie erklären, wie sein Mann das zugelassen hat. So eine Scheiße. Wer für dich gut ist, Schöne. Wie soll ich denn jetzt zur Arbeit kommen? Nehmen Sie es, aber mein Versehen. Also Buddy kennt einen Barkeeper in einem Club drüben im French Ward, der das Heroin verkauft. Egal. Befehl von oben lautet, wir verticken das Zeug nur im Hollow. Ich glaube, der alte Marcano weiß gar nicht, dass Georgie und Richie uns Age dealen lassen. Willst du derjenige sein, der... Wieso zieht der auf den? Schaltet ihn aus! Ich suche Deckung! Er geht nirgendwo mehr hin! Verschafft mir etwas Zeit! Jetzt stecke ich in der Scheiße! Sorg dafür, dass er dich nicht kommen sieht! Jetzt hast du in die Scheiße gegriffen! Was sind denn Scheiße, Leute? Dein Arsch bleibt genau da, wo er ist. Du machst gerade einen riesen Fehler, Freundchen. Was treibt Vierfinger da in der Kirche? Meine Brille, verdammt! Ah.